Tolle Nachrichten, oder? 114.000 Rentnerinnen und Rentner werden ab 1.7.2024 erstmals einkommensteuerpflichtig. Die BSW-Gruppe im Bundestag hat dem Bundesfinanzministerium eine Anfrage gestellt und die Antwort war ganz knallhart. 114.000 Neurentnerinnen und Rentner müssen ab dem 1.7.2024 erstmals Einkommensteuern zahlen. Das heißt also, diese Menschen werden aufgrund der Rentenerhöhung erstmals einkommensteuerpflichtig oder müssen zumindest eine Einkommensteuererklärung abgeben. Meine Damen und Herren, auch klar ist, dass rund 30% aller Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, das sind von 21 Millionen, 7 Millionen Einkommensteuern zahlen. Und zwar ist das eine gewaltige Zahl, die dort gezahlt wird, über 120 Milliarden Euro jedes Jahr an Einkommensteuerzahlung durch unsere Rentnerinnen und Rentner. Und jetzt sage mir doch bitte einer mal hier in Deutschland, dass unsere Rentner nicht solidarisch mit unserem System sind. Wer also behauptet, dass Rentnerinnen und Rentner sich der Steuerpflicht entziehen, der redet Unfug, meine Damen und Herren. Die nachgelagerte Besteuerung der Renten ab 2004 sorgt dafür, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner aus meiner Sicht ungerechtfertigt einkommensteuerpflichtig werden mit den Rentenbezügen. Das ist ein Unding, meine Damen und Herren. Die Leute haben ihr Leben lang hart gearbeitet und haben auf ihren Lohn und ihre Einkünfte schon Steuern gezahlt und müssen jetzt auch noch auf Rentensteuer zahlen. Noch ein Tipp von mir, alle diejenigen von Ihnen, die mehrfach Rentenbezieher sind, das heißt also Altersrente beziehen oder eine Hinterbliebenenrente oder Erwerbsminderungsrente oder Hinterbliebenenrente, dort bitte höllisch aufpassen. Dort kann es sein, dass Sie aufgrund der Rentenerhöhung der letzten Jahre unbewusst, ohne dass Sie es gemerkt haben, schon in der Besteuerung drin sind. Deshalb empfehle ich Ihnen allen, bitte mal nachrechnen lassen, einfach irgendwo ein preiswertes Programm kaufen, Wieso oder sowas. Also ich bin kein Vertriebler von Wieso, aber ich benutze das auch. Es ist ein super klasse Programm, Wieso nehmen oder mal zum Nachbarn gehen und fragen, ob er helfen kann oder zum Lohnsteuerhilfeverein gehen oder zum Steuerberater gehen und dort mal nachrechnen. Bitte nicht gleich sofort zum Finanzamt rennen, weil dort weckt man schlafende Hunde. Also meine Damen und Herren, nicht wirklich gute Nachrichten. 114.000 Rentnerinnen und Rentner werden zum 1.7.2024 erstmals steuerpflichtig. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine rentenstarke Woche, euer Rentenpeter.